Kommen zurück zu einer Folge von Wir sind hier, vor uns die grüne Wildnis, und das Schweinequest ist das, was wir als nächstes machen. Jetzt ist es aber so. Ich habe nochmal ausprobiert, wie es denn mit, warum auch immer gerade die Map sich so geändert hat. Aber egal, hoffentlich klappt es jetzt noch weiterhin. Ich habe jetzt nochmal, ja, unfreiwillig probiert, wie es denn ist, wenn man den Witcher ohne Grafikkarten Untertaktung, na, man muss sie untertakten, damit es funktioniert. Ja, also minus 40 ist es bei beiden. Ja, ob das denn auch weiterhin funktioniert, und nein, es funktioniert nicht ohne diesen kleinen Trick mit der Grafikkarte. Ansonsten lässt sich das Spiel echt stundenlang spielen, aber nicht, wenn die Grafikkarte, warum auch immer, mit der Voltzahl ein bisschen höher trimmt als sonst. Komischerweise ist sie mit den Voltzahlen höher, wenn die untertaktet ist. Was total komisch ist. Aber na gut. Wie man vielleicht unten links vielleicht noch sieht, bei der Wolfsleber steht jetzt das Swallow drauf. Da heißt das so viel wie, wir können mal schluckschen. Schlucken und spucken. Und alle möglichen Consumables haben jetzt tolle Namen drauf, damit ich jetzt weiß, was das ist und so weiter und so fort. Die Namen an sich sind aber im Englischen gehalten, dadurch, dass der Mod noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Oder zumindest ich zu blöd war, mir eine deutsche Version davon zu holen. Das oder das andere, egal. Auf alle Fälle ist der Mod schön. Die ja, Namen kommen einem jetzt nicht so sehr ins Gehege. Und ich finde, wenn nur ein einziges Ding da steht, da kommt man schon mal drauf, das zu übersetzen. Also zumindest hier Thunder, Donner, kriegt man doch schon irgendwie verstanden. Hauptsache, man hat irgendein Wort, was man dazu noch assoziieren kann, und dann kann man selbst Basilisken ohne Übersetzungsskills dann noch mit ja, draufhauen. So, was haben wir denn noch hier an Consumables, was ich mir zuhauf da reingeballert habe? Sind nämlich mehrere. Also einmal die Öle, dann nochmal die Absude, dann die Bümpchen. Und hier stand unten drunter noch Swallow bei, keine Ahnung was. Das steht dann wahrscheinlich einfach so da oder war vorher schon, ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, hier steht alles wunderschön da. Und dadurch, dass die Bezeichnung mancher Kreaturen im Englischen auch gar nicht so anders ist, kommt man auch ohne großartige Übersetzungskiste damit hin. Wie gesagt, die Links zu den Mods, die ich hier benutze, also einmal den Schwertmod, bis jetzt zumindest, falls sich in irgendeiner Form neue Mods dann dazu gesellen, werde ich es auch noch mit unten drin verlinken. Aber wie gesagt, die ich jetzt benutze, ist einmal der Kartenzoom-Mod, der Schwert-Nicht-Zieh-Mod, sag ich mal so, nicht automatisch Zieh-Mod, und eben dieser Namensmod Better Icons. Der ist echt ziemlich, ziemlich praktisch. So, jetzt gucken wir aber mal hier rein und schauen uns die ganzen Schweine ein. Das ist ein Schwein. Stinknormales Schwein aus. Aber das Medaillon wird wild. Jontek hat recht. Sie sind verzaubert. Ja, sie sind verzaubert. Jetzt aber die Frage, kann man das vielleicht noch irgendwie anders erkennen, oder? Ja, eindeutig Magie. Aha. Ja, eindeutig Magie. Das Medaillon vibriert. Ich sehe das Medaillon nicht zwingend vibrieren. Ja, eindeutig Magie. Ich sehe es aber auch nicht aufleuchten. Ist ein bisschen schade, dass das Medaillon nicht so animiert ist. Das ist ein bisschen mies. Ah, und eine Sache noch. Dazu komme ich, wenn ich mit dem... Okay, mal kurz eine kleine Pause, bevor wir mit dem weiterreden. Und zwar, das Spiel ist, warum auch immer, hart kodiert, was die Eingabe angeht. Man kann bei, zumindest beim Mausrad, wenn man jetzt nach oben und nach unten durch Auto-Hotkey oder sowas auf eine andere Taste belegt, habe ich mal probiert, funktioniert in anderen Applikationen, beziehungsweise in anderen Spielen funktioniert das. Einfach Mausrad hoch und zum Beispiel die Ü-Taste wird gedrückt, Mausrad runter, die Ä-Taste wird gedrückt. Und wenn man das jetzt macht, funktioniert es beim Witcher nicht. Da wird dann einfach nur immer wieder die Mausrad-Variante erkannt, weil es sich wahrscheinlich irgendwie dazwischen schiebt und nicht die Endeingaben nimmt, sondern wirklich die Mausänderungen und was auch immer.
Was ich finde, ist... Oder dass es ziemlich bescheuert ist, weil... Ich bin nicht der Einzige, der hier umstellt und Sachen anders ein bisschen haben möchte und seine, naja... Die Mausrad-Sache ist eine ziemlich eigene Art und Weise, das zu benutzen und das ist jetzt wirklich mir, sagen wir mal, eigen. Und dann gibt es auch noch welche, die wollen das Ganze auf links umstellen. Da gab es Schwierigkeiten, WASD auf I oder was auch immer oder halt auf eine andere Tastenkombination zu legen. Und dann gibt es auch noch die Tatsache, dass man die Menütasten nur dann umlegen kann. Also sowas wie Inventar oder hast du nicht gesehen. Dass man die wirklich nur umlegen kann, wenn man dieses Lock da, diesen Verschluss da entfernt. Ist zwar eigentlich nur eine Taste, die man da drücken muss oder ein Icon, was man da klicken muss, ist ziemlich offensichtlich, aber trotzdem ein bisschen blöd. Da kommt man sich aber zum Glück da nicht ins Gehege. Aber blöd ist, dass man WASD nicht so einfach umlegen kann. Gibt zwar auch einen Mod für, der das vereinfacht, aber der kann leider nicht die Sache mit der Maus regeln. Jetzt aber weiter zu den Schweinen. Die Schweine, die scheinen in der Tat magisch zu sein. Ja, weil, wegen der Zauberei, die hat sie alle so werden lassen. Mhm. Und diese Schweine, die waren mal Menschen? Klar, was hast du denn gedacht? Hilf ihnen, verwandle sie zurück. Okay, und was hat die Leute denn in Schweine verwandelt? Wie haben die Leute sich in Schweine verwandelt? Das war Magie. Ich habe Igor den Schlüssel gegeben. Er hat die Leute versammelt und sie sind losgezogen. Wohin losgezogen? Was für ein Schlüssel ist das? Der hier passt zur Schweinehütte, jawohl. Was für eine Schweinehütte? Und wieso der redet so ein bisschen, oder der hat zumindest so komisch gelächelt. Da weiß ich überhaupt nicht, wie man darauf zu reagieren. Wo hast du den Schlüssel her? Haha, gefunden. Ich habe ihn Igor gezeigt, ne? Genau, gefunden. Und der hat allen gesagt, dass sie losgehen sollen. Und dann waren sie verwandelt. Und ich muss mich mal bei dieser Schweinehütte umschauen. Ich muss mir die Schweinehütte mal näher ansehen. Wo ist sie? Na da, hinter dem Hügel. Du gehst einfach weiter, bis du hinkommst. Kapiert? Ich werde sie finden. Na wunderbar. Einfach da hinter der Hütte ist noch eine andere Hütte. Unmöglich, was das Quest mit Schwein geht. Oh, hier ist Blut. Blut ist nicht gut. Und wieso habe ich das Gefühl, dass ich durch Wasser laufe? Es hat zwar geregnet und gestürmt vor kurzer Zeit, aber so sehr darf nicht. Wo um alles in der Welt laufe ich da hin? Da hat mir noch nicht mal eine super Richtungsbezeichnung da gegeben. Gleich mal gucken. Hier steht es auch noch da. Das ist auch ziemlich cool. Weil das Icon wurde an sich geändert und nicht, ja, das Wort dazu geschrieben. Was ziemlich, ziemlich gut ist. Das erleichtert einem die Sache ungemein. Keine großartigen, ja, Skripte, die man da schreiben muss oder sonst was. Einfach nur das Icon eben malen nach Zahlen. Und es ist wirklich besser so und eher verständlich. So, jetzt hätte ich Viecher nieder zu machen. Ach man, ey, wie man das mit dem Anvisieren nur machen könnte. So, einen haben wir schon noch. Ey, ich will hier in diesem Gebüsch nicht kämpfen, das ist total gefährlich. Man weiß nie, was da gleich auf einen rausläuft. So, du kriegst auch nochmal eins auf die Fresse. Das gibt's da nicht. Ja, genau. Und ich will ausgerechnet einen anderen anvisieren. So, gibt's denn hier vielleicht noch ein Monsternest oder so? Weshalb diese Necker dann auch nicht losgegangen sind. Könnte ich auch gleich mal gucken, wie viel Erfahrung die mir denn überhaupt immer mal geben. Ob das denn wirklich immer derselbe Betrag ist. Hätte ich vielleicht vorher mal machen können. Nee, das war's Hasen. Ach hier, da habe ich wohl aus Versehen Hasen gekillt. Vielleicht laufe ich der punktuierten Linie nach. Könnte natürlich einfach mal querfeld eingehen. Geht natürlich auch. Nein. Geht natürlich auch. Ist so wunderbar, wenn man das so macht. Wenn ich jetzt überhaupt querfeld eingehe, verpasse ich da ein paar... Nein, Fragezeichen verpasse ich da nicht. Wollte ja sowieso von hier aus dahin.
Von daher schick. Aber wenn ich die Wege lang laufe, ist es wahrscheinlicher, dass ich noch irgendwelche anderen Quests finde. Und Quests sind immer mit einem Haufen Erfahrung verbunden. Weshalb ich das denn nie so aus den Augen verlieren sollte. Was ist denn hier? Ein Bandit? Nee. Auf euch. Funktioniert nämlich ziemlich cool. Und jetzt haust ihr dem anderen noch eine rein. Au, Kacke. Falsches Schwert. Na komm schon. Wow. Anscheinend kann man das irgendwie triggern, wenn die ganz wenig Leben haben, dass man da noch einmal nachsetzt. Sah zumindest so aus. Aber das kommt nur bei Humanoiden, diese Killcam. Und ich finde Killcams total. Man ist froh, dass man die besiegt hat. Da muss man jetzt keine 5 Minuten dann noch in der Warteschlange festhängen. Hat mich schon bei der, ja, bei Skyrim ein bisschen gestört. Aber gut, was ist denn jetzt hier mit den Schweinchen? Die drei kleinen Schweinchen namens Babe. Katzenstahlschwert. Schön. Das gefällt mir nicht. Ich sag euch, wir sollten verlaufen. Aha. Du redest Quatsch. Ich brauch was Schweres. Was jetzt, du Stück? Ja. Hier, greift euch mal gegenseitig an. Ruhe bewahren. So, sehr schön. Wow. Nein. Och, Mann, ich hasse es mit diesem Anvisieren. Das ist echt scheiße gemacht. Und trotz Übernahme scheinen die trotzdem alle auf mich zu gehen und nicht gegenseitig. Irgendwas ist hier verkehrt. Ich glaube, der Axi-Spruch ist kaputt. Na, die greifen mich immer noch an. Oder es liegt daran, dass es getriggerte Questgegner sind. Oder ganz besondere Humanoiden. Naja. Also ja, wie gesagt, getriggerte Questgegner sind ja besondere Humanoiden. Das schließt sich ja ein. Genauso wie die Tür hier. Auch nicht immer auf. So, na, was ist es denn? Jontex Schlüssel passt doch. Ja, klar, ne? Ein Schlüssel, der ein Portal öffnet. Die Tür macht er nicht auf? Nein. Er macht ein Portal auf. Das ist total logisch. Okay. Oder der macht den Boden weg. Leute durchgekommen. Und etwas Schweres war auch hier. Hier scheint ja irgendwas langgeschliffen worden zu sein. Aber es sind interessante... Vor allem wurde das mehrfach abgesetzt. Also die Leute sind rausgegangen. Oder reingegangen. Oder wohin sind denn die jetzt gelaufen? Ich sehe hier, dass Leute rausgegangen sind. Und irgendwas wurde abgesetzt und abgesetzt und abgesetzt und abgesetzt. Ja, aber dass es was Schweres ist, das ist so ein bisschen... Ach hier, das sind die beiden Personen wahrscheinlich. Das ist schon mal ein Schwein. Das Schwein muss auch aus dem Dorf sein. Moment, das klingt ja wie... Verstehst du mich? Interessant. Also gut, versuchen wir es. Einmal quieken heißt ja, zweimal nein. Verstehst du? Ja, was du weißt. Ich weiß nicht, wie lange du schon hier bist, aber du musst hungrig sein. Ich hab was Leckeres für dich. Mampf, klar. Keine Animation von irgendwelchen Nahrungsmitteln. Lecker. Einfach nur Mampf. Lass uns reden. Na gut, reden wir. So, ich sehe mich um. Warte hier, ich sollte mich umsehen. Bis später. Interessant. Sehr interessant. Das ist anscheinend die Kleidung von dem. Und ein Kräuter sackt runter. Das muss der Kräuterkundler sein, Igor. Kräuterkundler Igor.
Naja. Ich bin zurück. Ja, ja, das sind wir doch alle. Lass uns reden. Na gut. So, und was haben wir denn? Was für ein Ort ist das hier? Kennst du diesen Ort? Mhm. Ist das ein Grab? Ist das ein Grab? Okay. Sind wir in einem Tempel? Interessant. Also alte Mächte. So, und wer bist du? Jontek hat gesagt, Igor, dass nur der Kräuterkundler und der Dorfälteste fehlen. Dann müsstest du einer davon sein. So, du bist der Kräuterkundler? Bist du der hiesige Kräuterkundler? Ich habe von dir gehört. Igor? Angenehm. Ich bin Geralt. So, ja, ich sehe mich erstmal um. Warte hier. Ich sollte mich umsehen. Bis später. Das ist mal eine sehr interessante Quest. Ich habe sowas in der Art wirklich noch nie gehabt. Hier geht's also ziemlich weit nach unten. So. Meine Hütte. Jetzt verstehe ich den Namen. Interessant. Moment, der hat den Schlüssel zu der Schweinehütte. Der sah von allen auch so ein bisschen strange aus. Vor allem, woher hat der Typ einen Schlüssel? Wieso ist das Ding nicht an sich verschlossen und der Schlüssel ist weg? Das ist doch viel wichtiger herauszufinden jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, was der überhaupt dazu gesagt hat, aber wieso hatte der überhaupt die Möglichkeit, hier wegzurennen? Oder warum ist der nicht verwandelt? Fragen über Fragen. Naja, gucken wir erstmal auf der anderen Seite. Hier gibt es ja noch mehr zum Mitnehmen. Ah, wunderbar. So rein, um den Leuten nochmal so richtig auf den Sack zu gehen, müsste ich hier nochmal in allen möglichen Gewässern irgendein sehr gefährliches Tier holen. Das wäre echt einfach nur zum Brüllen, zum Quieken wäre das. Ein schweinefressendes Etwas. Aber nee, das wäre auch ein bisschen beängstigend. Weil wie gesagt, jedes Mal irgendwo lang zu schwimmen, wo man nicht weiß, was da drin ist, das ist, boah, das macht einen wahnsinnig. Oh, da hinten ist noch was. Beinahe übersehen. Boah, skellige Zeug. Sehr gutes Zeug sogar. Ja, ne, aber so richtig rumdrehen kannst du dich auch nicht beim Laufen. Na gut, Schweinehütte. Untersuchen wir die Statue, können wir nicht untersuchen. Okay, untersuchen wir das. Goldmünze auf dem Boden. Hier muss das Gold aufbewahrt worden sein. Ach so, und jeder, der das Gold mitgenommen hat, wurde in ein Schwein verwandelt. Faszinierend. Eine Goldmünze auf dem Boden. Hier muss das Gold aufbewahrt worden sein. Die Moral von der Geschichte, niemals, aber wirklich niemals Gold mitnehmen, wenn irgendwo eine große Statue in der Nähe steht. Nicht, dass man in eben jene verwandelt wird. Aber da habe ich eine... Ich bin zurück. Ähnlich wie der Schatz bei den Piraten, die alle untot machen lässt bei Pirates of the Caribbean. Ist eigentlich ziemlich praktisch. Nimmst so ein Ding mit, wirst untot und fertig. So, und wo ist das Gold? Hier war Gold. Weißt du, was damit passiert ist? Ich muss mit Jontek darüber reden. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Dies ist ein Tempel. Und hier war eine Schüssel voller Gold. Jontek hat den Schlüssel gefunden, ihn den Dörflern gezeigt und die wurden gierig. Leider war niemandem klar, dass das Gold durch einen Fluch geschützt sein könnte. Um den Fluch zu brechen, müssen wir das Gold zurückbringen. Ich sollte Jontek fragen. Vielleicht weiß er, wo es ist. Was ist denn jetzt los? Die ganze Transformation scheint ein gemeiner Witz zu sein. Oder schlecht gewirkt von jemandem, der nichts drauf hat.
Na, wieso eigentlich? Ein Witz oder von jemandem, der nichts drauf hat. Aber das würde nicht erklären, weshalb hier eine Schüssel mit noch Sachen drin steht. Wenn die gierig sind und das rausnehmen, wieso dann nicht gleich alles nehmen? Ist ja, wenn man schon mal dabei ist, ne? So, komplett sind wir angelatscht jetzt. Ah, da kommt's doch, sehr schön. Komm, run! Mensch, ich will ja drauf. Und, ja, Inventar geht mal noch. Total überladen, also. Und es ist immer, dass so ein bisschen Restplatz immer fehlt. Ah, kacke. Ach so, hier sind wir vorher schon angelangt. Ach, du mein Fass. Okay, na dann. Nee, runterspringen will das Pferd anscheinend nicht. Sind wir denn hier überhaupt richtig? Könnte man denn hier... Ja, hier kommt man natürlich lang. Naja, wenn wir so ein bisschen am Hang lang machen, kommen wir doch bestimmt auch ziemlich schnell hin. Ja, 50 Meter. Das Dorf muss doch genau da sein. Hui! Hä, was ist denn jetzt los? Hatten wir das nicht? Moment, Hilfe, Hilfe. Die Wölfe, oh Gott. Oh Kacke, nein, komm, zieh das blöde Schwert jetzt. Das war der letzte. Das Dorf ist sicher. Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal mit dem Typen da reden. Könnte sogar sein, dass die Banditen hier ein bisschen was genommen haben. Aber naja, sprechen wir mal mit. Ich glaub's jetzt nicht. So, machen wir das Ding erstmal auf den Boden. Aber cool, ich kann den Wolf schon unten halten. Gleich kommt er. So, wundervoll. Ah, Moment, ich sollte vielleicht mal noch ein Quenchschild nehmen. Warten wieder. Jetzt halt für ein bisschen Igni. Die Hälfte. Na, ein Drittel ist weg. Na komm. So, jetzt halt für ein neues Irden. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten, damit ich das Vieh auch wunderbar unter Kontrolle habe. Ah, der Schild ist noch nicht mal explodiert. Sehr gut. Der wurde nur ein bisschen angekratzt. So, will dieser blöde Wolf jetzt endlich mal drauf gehen? Na, ah, wunderbar. Jetzt sollten wir doch das letzte bisschen sehr schnell hinbekommen. Einmal fallen lassen. Ah, sowas in der Art. Jontek? Ja? Hm, wegen des Fluchs. Jetzt weiß ich, was mit den Dorfbewohnern passiert ist. Sie wurden verflucht. Ah, und? Kannst du sie entfluchen? Mein Gott, ist der ja, schwer vom Begriff. Ich werde deine Hilfe brauchen. Geht klar. Ah, du wurdest nicht verflucht. Warum nicht? Du wurdest nicht verwandelt wie die anderen Dörfler. Ich würde schon gerne wissen, warum nicht. Weil ich nicht mit ihnen gegangen bin? Du hast kein Gold aus dem Tempel genommen? Nein. Warum sollte ich? Das... Hä? Das gibt's doch nicht. Es wurde Gold gestohlen. Daher der Fluch. Weißt du, wo das Gold ist? Bestimmt bei ihm. Ich hab's versteckt. Nun, du musst es zurückgeben und die Dörfler müssen dabei anwesend sein. Was?
Alter, ist der Schwertmann im Begriff. Ich treibe die Schweine zusammen. Wir treffen uns bei der Mühle und gehen alle zusammen zur Schweinehütte. Das müsste klappen. Wir retten sie. Ich hol das Gold. Mann, ist der schwer vom Begriff. Muss ich sie zusammenhalten? Mit Axi vielleicht? Ach, Mann. Wir sind doch eh treiben alle Schweine unter der Windmühle zusammen. Ah, wunderbar. Die Windmühle. Axi ist so ein Kackspruch, ey. Ist zwar schön, aber derbe unpraktisch. Die verstehen einen doch. Kann ich da nicht hier los? Ach nee, Axi ist ja der. Hallo, Schwein. Na los, zur Mühle, Schweinchen. Wartet da auf mich. Oh, jetzt gehen sie alle. Sehr schön. Los, zur Mühle, Schweinchen. Was war denn das jetzt gerade für ein Ton? Sind wir ja nicht gewohnt vom guten alten Witcher. Wieso kann ich denn die Viecher hier nicht irgendwie sehen? Hallo? Gibt's da nicht? Jetzt. So, das sollten doch fast alle gewesen sein, oder? Viere sind noch dort. Leisten hier noch ein paar? Nee. Das sind jetzt die drei. Nicht, dass noch ein paar gestorben sind. Bis auf der, das eine, was so ein bisschen abhängt. Beweg dich, Speckarsch. Speckarsch. Ey, komm. Du hast die immerhin schon unter deiner Kontrolle. Es gibt da keinen Grund, ausfällig zu werden. So, Nummer 7. Und jetzt die letzten beiden noch. Und wir sind da. Aber wo hat er jetzt den blöden Schatz vergraben? Speckarsch, das geht gar nicht. Sie sind alle hier, nur Igor nicht. Igor wartet auf uns. Denk dran, wenn wir da sind, legst du das Gold dahin, wo es war. Du holst die Schweine. Ich übernehme das Tragen und Hinstellen. Interessant. Genau. Immer weiter, beeilt euch. Das gibt's doch nicht. Herdengröße 9. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Laufen die mir hinterher? Oder laufen die separat? Nee, die laufen ihm hinterher. Ich muss die Viecher anscheinend sehr gut beschützen können jetzt. Oder? Ja. Gut, dann machen wir das so. Der läuft von weg und ich bilde denjenigen, los, der von der Seite guckt. Und wenn möglich, alle möglichen Wölfe tötet, die auf die Viecher losgehen. Das heißt aber auch, ich muss ja ein bisschen... Hoffentlich kommen keine gescripteten. Das macht es natürlich dann auch ein bisschen schwieriger. Also in dem Fall, normalerweise wird man Gegner ja durch die Hexersicht am Herzschlag sehen. Wenn es jetzt aber gescriptete gibt, dann tauchen die einfach auf, ohne irgendwelche Vorwarnung. Viecher, wie die zum Beispiel. Sie tun ihnen was. Und das ist ziemlich bescheuert. Los, mach schon. Die hätte ich normalerweise meilenweit weggefunden. Verteidige sie. Viecher, sie tun ihnen was. So. Das wäre es doch wenigstens schön, wenn die ein bisschen weiter wegspawnen, damit man noch reichlich Zeit hat, ja, die Viecher zu sehen, sich darauf vorzubereiten und... Ja, in dem Fall noch das Schwert zu ziehen, aber na gut, das ist ja... Wenn ich jetzt nämlich hier so durch die Gegend laufe, sollte ich alles, was auch nur im entferntesten weit weg ist, sehen und hören können. Mit der guten Kombination. Und wieso hat er so einen komischen Umhang eigentlich? Wieso hat er einen gebrochenen Arm? Das ist doch der Grund schlechthin. Los geht's. Los, bewegt euch. Was? Das ging ja schnell. Sind wir schon da? Keine Monster mehr? Cool. Cutscene. Brauchen wir wenigstens nicht den ganzen Weg zu laufen. Das erspart uns eine Menge Arbeit. Na
müssen wir aber nochmal kurz zurückgehen, wenn die dann zurückverwandelt wurden, was denn eigentlich mit dem Schwein am Spieß passiert. Ja, ja klar, Nebel, ja, genau. Man muss es ja mit Nebel verdecken, damit man sich ja keine Mühe mit der Animation macht. Wir sind schon, wie sie es machen. Na? Jetzt. Ich bin wieder ich. Danke. Nicht zu früh, Freund. Wir müssen durchzählen. Die Menschen. Einer hängt am Spieß. Wir sind noch fast vollzählig. Danke, Weiser. So, ich hab das nicht allein gemacht. Ihr hattet Glück. Ja, dass der eine Typ hier nichts mitgenommen hat. Aber, naja, wir haben es nicht. Bedankt euch bei Jontek. Er hat mir sehr geholfen. Aber Jontek hat uns den Schlüssel gebracht. Er muss gewusst haben, dass das Gold verflucht war. Er wollte nicht mit uns gehen. Aber ich hab nicht. Das war Igor. Igor wollte... Da windest du dich nicht raus, du Stinker. Auf ihn! Hilf mir! Ich hab genug. Ba-ba-ba-ba. Es rechnet zu, dass ihr ihm was antut. Der Erste, der die Hand gegen Jontek erhebt, ist sie los. Hey, wir wollten doch bloß... Der Mutant schlitzt uns noch auf. Verschwinden wir von hier. Danke. Geh besser nicht zurück ins Dorf, sonst geht es noch schlimm für dich aus. Du musst einen anderen Ort für dich finden. Ja. Was immer das heißt. Alles Gute. Okay. Bisschen komisch. Und irgendeinen besonderen Gegenstand oder so kriegt man jetzt auch nicht von dem großen Schweinegott. Mitnehmen kann man das jetzt auch nicht, oder? Das wäre lustig. So ein Ende nebenbei. Wenn man das Ding nimmt, wird man zum Schwein und kommt nie mehr hier rauf. Oder dann kommt irgendeine Hexe und befreit einen. Das wäre auch ziemlich lustig. So ein Mini-Ende. Ich meine, schneller. Boah, ey, das ist... Normalerweise setzt man sich ja immer auf einen ganz anderen Ort, aber hier ist ja die Wand weg. Das ist ja nur zur Deko, das Teil. So, aber wir haben jetzt wenigstens wieder eine schöne Quest fertig. Von vielen. Aus der Rückkehr. Dann müssen wir wieder zu Dolores zurück. Ach Gott, wo ist die überhaupt? Irgendein Minidorf. Stadt. Landfluss. Lindenthal. Gehen wir irgendwann mal wieder zurück. Brauchen wir jetzt nicht zu machen. Was haben wir noch? Milch finden? Nein, können wir noch nicht machen. Leider. Rennen machen wir demnächst auch noch. Quinn spielen? Nein. Schwarze Perle. Treffen ist bei der einzigen Brücke östlich von Dattin. Wer ihm tut, nice. Ba-ba-ba-ba. Alle offenen. Ba-ba-ba. Hexer an ihm zu helfen. Nee, was? Wo steht denn die Scheiße? Er wollte die schwarzen Perle besuchen. Wie er seine Frau eins versprochen hat. Bla bla bla. Naja. Was steht hier? Mehrere Orte. Ja. In Velen fängt's an. Und in Skellige hört's auf. Genau. Und oder geht's weiter? Und in Skellige geht's dann. Nee, Moment. Velen fängt's an, Skellige geht's weiter, Velen hört's wieder auf. Für mich im Finsternis, ja, das Ding hatten wir. Ja, okay, das variiert immer durch. Jetzt haben wir sie alle. Später in der Großstadt. Ja, oh, auf der Fährte klingt gut. Sprich mit dem Aufseher. Ah, ne, das ist nur wie gerade scheiße. Braucht man also auch nicht. Schatzsucher-Quests. Kostspieliger Fehler. Findet den versunkenen Schatz mit Hilfe deiner Hexersinne. Ja, schöner versunkener Schatz. Wird denn jetzt wohl hier ein versunkener Schatz sein? Aha. Gefunden. Moment, der Grund, warum ich da nicht hin wollte, war, da waren so viele Viecher und ich hatte keine Ahnung, wie man dieses Bolzenschussgerät benutzt. Den Tacker. Auftrag die weiße Dame, die Silberlichensfalle, um die Mittagserscheinung herzulocken. Stimmt, da war ja auch noch so ein Vieh, was ewig nicht sterben wollte. Was in Novigrad? Ich dachte, wir sind hier in Velen. Moment. Das ist Novigrad. Das ist der komische Panther. Das ist Vysima.
Ist ja mal interessant. Das sind... Ich bin auf einer großen... Ich dachte, das ist wirklich instanziert, nur ziemlich groß instanziert, aber nee. Das ist wirklich so, dass Novigrad hier oben separat ist. Ist immer echt cool. Oder, nee, es kann auch sein. Wir lassen es mal jetzt, eventuell noch ein bisschen offen. Wir wollen mal jetzt nicht hier zu viel mitmachen. Wo ist denn jetzt tödliche Wonnen? Faszinierend, wenn städtisch ein Einschlagbrett, Frieden, Novigrad. Ja, sogar der Stadtwache und so weiter und so fort. Die Schatzsuche, Katzenschulen, Ausrüstung, Ruhe von Burg Drang, haben wir den Estair, irgend sowas. Ein bisschen Katzenschulenzeug haben wir ja auch schon. Ja, das.